Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession Anno 1800 bei mir hier auf dem Kanal der Kalle. Und es gibt Neuigkeiten, die ich euch natürlich gleich zu Beginn mitteilen möchte. Zuallererst mal wieder vielen lieben Dank für all die Tipps und Tricks und Kommentare, die unter den Folgen gelassen wurden. Was fliegt denn da oben? Entschuldigung Leute, ich lasse mich schon wieder... Ach, das sind Störche, guck mal. Ja, während wir hier gerade noch ein bisschen den Blick auf Crown Falls genießen, während sich meine Maus hier ein bisschen selbstständig macht, gibt es Neuigkeiten. Und zwar habe ich im Ubisoft Store ein kleines bisschen zugeschlagen und habe das Land der Löwen DLC freigeschalten sowie das Lichter der Stadt Paket freigeschalten. Heute ist ein Tag, also wo ich hier aufnehme, ist ein Tag nach Release des ersten Teils des Season 3 Passes, der Speicherstadt, habe ich jetzt noch nicht freigeschalten, beziehungsweise gekauft, kommt natürlich noch, aber ja, ich gehe es immer gerne, ihr wisst es, eins nach dem anderen an, nicht alles auf einmal, sonst verhaspelt man sich so ein bisschen und dann weiß man gar nicht mehr, was man sich schon angeguckt hat. Deswegen als erstes Land der Löwen, gekauft und freigeschalten. Leider habt ihr jetzt, weil ich hatte schon mal die Aufnahme gestartet, aber leider gab es da ein bisschen Problem, es hat extrem gehangen zwischendrin. Ich weiß nicht, was mit Arno los ist. Also eigentlich sollte ja mit dem kommenden Update die Ruckler jetzt so ein kleines bisschen beseitigt werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so ein bisschen schlimmer geworden ist. Aber naja, wir gucken mal. Also ich habe hier mal noch in Crown Falls einen kleinen neuen Wohnbereich angelegt. Aber was ich euch zeigen wollte, ist natürlich die Geschichte. Schließen Sie die Expedition ins Land der Löwen ab. Das müssen wir natürlich dann angehen. Vorher möchte ich aber gerne nochmal einzelne Inseln durchgehen, gucken, ob alles soweit läuft, ob wir nochmal irgendwo ein bisschen Hand anlegen müssen, bevor wir uns dann ganz gemütlich ins Land der Löwen begeben. So Leute, die Weltausstellung ist abgeschlossen. Phase 4 könnten wir als nächstes einleiten. Beziehungsweise die Phase 4 ist abgeschlossen. Dann schließen wir die mal ab, auch hier. Und längst überfällig. Vielen lieben Dank für den Hinweis, dass wir bei der Weltausstellung auch Strom brauchen. So, wir brauchen hier 2000 Ingenieure und erfordert... Elektrizität. Okay. Alter, ist das ein Riesenteil, oder? Das ist ja der Hammer. Also, da gehen wir es auf jeden Fall auch mal an. Wir brauchen halt 2000 Ingenieure. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall Crown Falls noch ein bisschen wachsen lassen. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ihr seht's. Hier ist eigentlich genug. Ich muss bloß mal gucken, wie die Versorgung der Ingenieure ist. Die werden dann ein Bankenhaus haben. Ansonsten den Rest haben sie soweit. Ein Bankhaus. Brauchen sie noch nicht, aber haben wir hier sogar schon hingestellt. Passt mal auf. Zack. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Zack. Die fühlen sich doch hier alle pudelwohl. So. Gucken wir erstmal, ob sich das einigermaßen einpendelt. Mit all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. In King William Island mangelt es ja, das wissen wir. Wir können die Zeitung nicht bis in die Arktis austragen. Das ist super, aber hier dafür, So, jetzt haben wir auf einmal auch wieder Einfluss genügend. Das ist, weil, ja, die Einwohner müssen, glaube ich, steigen, ne? Mit diesem Einfluss. Ich glaube, die Folge hat ihr noch gar nicht gesehen, wo ich danach gefragt habe. Nee, jetzt habe ich mich verklickt. So, was haben wir hier? Die Expedition. Ins Land der Löwen. Richtig. Richtig. Aber vorher, Leute, möchte ich gerne nochmal durchschauen mit euch gemeinsam, ob es denn noch irgendwas zu tun gibt. Wie sieht denn die Zufriedenheit aus hier in Kalifornien bei den... Ja. Ah ja. Sie teilen meine Neugierde. Hier ist alles bestens. Die Handwerker fühlen sich wohl, die Arbeiter fühlen sich wohl. Also hier in Kalifornien läuft alles auf höchstem Niveau. Die Stromversorgung ist auch klar, wir haben hier soweit alles gebaut. Also in Kalifornien brauchen wir uns momentan nicht wirklich kümmern. Paprika Valley genau dasselbe. Ist schon ein anständiges Dorf, aber hier wird ja ordentlich gearbeitet. Das Einzige, was wir hier vielleicht mal noch über kurz oder lang erschließen könnten, wären die Eisenvorkommen und so Geschichten. Da könnten wir mal, wenn es irgendwo knapp werden sollte, mal noch ein bisschen dran gehen. Dann haben wir Liquor State. Liquor State läuft auch wunderbar. Was macht denn hier unsere Sektproduktion? Da hatten wir nämlich zuletzt ein kleines bisschen Engpass. Da ist genug da. Rindfleisch, Fleisch. Kann es sein, dass sie die Zahlen hier angepasst haben? Ist das neu? Ich glaube, das ist mit dem Update gekommen. Ne? Die Zahlen sehen anders aus hier. Sehen größer aus und so ein bisschen durchsichtiger. Gefällt mir.
Was ist denn mit Schnaps? Warte, der Schnaps sitzt da so abgenommen. Weiß man nicht genau, ne? So, Sekt, ja, das läuft auch wieder. Wunderbar, wie ist denn der Schnapsbestand in Kalifornien? Sollte ja normalerweise alles reguliert sein. 403 aus, nimmt aber ein bisschen ab. Muss man schon sagen, es nimmt irgendwie ein bisschen ab. So, die Produktionsinsel. Oh, es ist knapp an Öl, glaube ich. Beziehungsweise sie laden gerade wieder ab. Alles klar. Es wird gerade wieder aufgeladen. So, dann haben wir hier oben natürlich noch unser Kohlenbüttel. Da läuft es aber auch. Da wird fleißig Kohle in die Arktis gebracht und so weiter. Perfekt. In der neuen Welt. Ja, da waren wir ja soweit eigentlich auch auf dem neuesten Stand. In Azuris könnte es noch ein bisschen, da haben wir jetzt ja neue Perlen. Entschuldigung, Leute. Da haben wir ja Perlen noch rangeholt. Hier müssten wir mal noch eine neue Siedlung ansetzen. Wie sieht es denn hier mit Öl aus? Das wird auch abgeholt. Ja, die haben die Zahlen hier neu gemacht. Guck mal, die Zahlen sehen anders aus. Gefällt mir aber. Gefällt mir, muss man sich jetzt bloß wieder ein bisschen dran gewöhnen. So, hier ist eigentlich auch alles. Holz ist genug da. Stein ist genug da. Ja, das passt doch. Der holt Kautschuk. Passt. Ja, momentan gibt es nirgends einen Engpass. In Rumänien ist alles in Ordnung. In Bella Concordia ist alles in Ordnung. Hier unten in Chuchu ist ebenfalls alles in Ordnung. Da können es auch vielleicht ein paar mehr Arbeitskräfte vertragen, aber ansonsten läuft die Geschichte hier. Sehr schön. Crown Falls brauchen wir nicht gucken. Hier ist sowieso alles in Ordnung. Hier müssen wir halt natürlich noch ausbauen. Und das wächst nach und nach. Aber warum ich jetzt eigentlich auch dann schon direkt auf das Land der Löwen will, ist halt einfach die Geschichte, dass ich hier, dass wir dann die Möglichkeit haben, mit den Erforschern, was ihr gesagt habt, ich weiß es ja selbst noch nicht, dass man dann hier halt irgendwas so Sachen versetzen kann. Da bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Hier haben wir noch ein Eisenvorkommen. Hier haben wir Kohlemine. Wir haben die Kapazitäten ausgeschöpft. Ah, okay. Also da haben wir momentan überall genug. Was macht denn das Holz? Holz ist hier auch. Müssten wir mal langsam aber sicher wieder ein Sägewerk anwerfen. Wenn es weitergeht, von vorne anfangen? Dass wir hier weiter vorankommen. Ansonsten gibt es hier irgendwelche Engpässe. Nee, Schnaps ist genug da. Wolle. Warum sind wir denn hier so eng an Wolle? Da müssten wir vielleicht auch nochmal schauen nach entsprechenden Items, ne? Also ich werde dann immer mal so zwischendrin auch eine Geschichte mit Items machen. Gas ist auch noch so eine Geschichte, da müssen wir in der Arktis auf jeden Fall auch noch ein bisschen vorwärts kommen. Aber ansonsten läuft die Geschichte ja. Grammophone wollen die noch nicht. Schokolade und Kaffee ist hier ein bisschen eng. Aber sollte normalerweise kein Problem sein. So, wir gucken mal ein ganz kurzer Blick in die Arktis. Wie es denn hier aussieht. Ich glaube, mit Kohle sieht es jetzt hier sehr gut aus. Wir haben jetzt hier die ganze Arktis mit Kohle versorgt. Last Haven ebenfalls. Wir befinden uns in. Auch hier kam übrigens ein Tipp, dass wir das automatisch annehmen. Das ist, vielen Dank für den Hinweis. Da muss ich nochmal reingucken. Da kam ich jetzt noch nicht zu. So, was haben wir denn hier? Also ihr seht, wir haben zwischendrin, das habe ich jetzt das Gefühl, dass das seit dem Update ist. Ich lasse das jetzt mit Absicht mal in der Aufnahme drin. Ihr könnt ja mal berichten, ob das bei euch eventuell auch so ist. Dass es sich immer wieder mal zwischendrin aufhängt. Am Anfang dachte ich, es liegt irgendwie so ein bisschen an meinem Rechner oder an der Menge der Besiedlung. Aber seit diesem Update jetzt, was jetzt neu kam aufgrund des neuen Updates oder des neuen Season Passes, habe ich immer mal so diese längeren Hänger zwischendrin. Also ich weiß noch nicht, wie das, woran das so wirklich liegt. Also in der Arktis haben wir auf jeden Fall auch noch ordentlich was zu tun. Aber Leute, ich freue mich jetzt so auf dieses Land der Löwen, deswegen möchte ich das jetzt auch gerne angehen. Haben wir denn noch? Ihre Majestät und ich sind sehr dankbar. Ich würde. Wenn Sie sich jetzt dran halten, nee. Sind Sie nicht doch verschwunden. So, hier ist genug. Da aber mit so einem Monitor, weiß ich nicht.
wobei sie ist nicht wirklich gefährlich. Sie ist nicht wirklich gefährlich. Also ihr merkt das hier, ne? Ich habe schon wieder so ein Hängerchen drin. Ich glaube, ich werde es nochmal so machen, Leute. Ich werde jetzt nochmal speichern, werde das Spiel nochmal neu starten. Und dann schalte ich euch wieder dazu, weil es ist ein bisschen nervig. Also ihr könnt ja gerne mal berichten, ob ihr dasselbe Problem habt. Vielleicht ist es nach einem Neustart jetzt bei mir auch behoben. Aber so ist es dann halt natürlich schon ein bisschen arg nervig. Also Leute, ich mache Folgendes. Ich starte nochmal kurz das Spiel neu und schalte euch dann gleich wieder dazu. So Leute, da wo wir stehen geblieben waren, für euch nur ein ganz kleiner Schnitt. Ich habe das Spiel mal fix neu gestartet. Und es läuft jetzt anscheinend schon wieder ein bisschen flüssiger. Ich weiß nicht, vielleicht hing es damit zusammen. Ihr könnt aber gerne mal berichten, ob ihr da momentan auch ein bisschen Probleme habt. Mir ist es nur eben gerade aufgefallen. So, also wir wollten das Land ins Land der Löwen. Wir können nur auf guten Wind hoffen, auf mehr nicht. Eine neue Region und wir nehmen natürlich Zwickzange. Zwickzange? Wir nehmen die Auster. Wir nehmen natürlich die Auster und brauchen... Nee, die will ich gar nicht. Moment. Ich hätte gern ein anderes Schiff. Schiff tauschen. Wachtplätze 2, Navigation, Gefechtskunde. Wo war denn die gute... Ah, die war das. Genau, die hat nämlich da schon diese Bootsfrauen und so weiter dabei. Und dann brauchen wir nämlich nur noch ein bisschen was für den Glauben. Kampfkraft, Redegabe, Kampfkraft, Heilkunst, Redegabe. Geschick. Glaube 15. So, Leute, so. Bei schwerer See, tagelang festgeklammert an gekenterte Beiboote. Danach fürchtet man. Wir fahren los. Mit der guten Fahrt geht's ins Land der Löwen, Leute. Mit einem kleinen Schiffchen mit einem Monitor fahren wir los, weil wir kein anderes Schiff mehr haben. Aber das soll uns nicht stören. So, während die jetzt darüber schippert, können wir uns hier noch ein kleines bisschen drum kümmern. Also, wie sieht's denn aus jetzt mit der Versorgung? Die haben alles, da könnten wir eigentlich immer noch ein bisschen hochschrauben, oder? So, was haben die denn hier eigentlich für ein Problem? Die Schule ist nicht weit, ist nicht nah genug. Die Schule ist nicht nah genug. Das ist natürlich schlecht. Passt mal auf, Leute, wenn wir hier... Die Schienen mal entfernen, kurzer Moment... Und die neu ausrichten. Dann können wir doch hier in die Mitte auch noch zwar hätte ich die gerne so gelegt. Und dann sollte doch hier noch genug Platz sein für eine Universität. Fehlt euch nicht? Ne, ihr braucht Schule. Ja. Passt tatsächlich. Ah, es fehlt an Holz. Da guck hin, es fehlt an Holz. Aber eine Schule bauen wir... Naja, komm, die Kinder neben einem Kraftwerk. Das ist doch eigentlich wie gekonnt, oder? So, pass mal auf. Zack. Haben wir nicht... Ja doch, da sind jetzt genug da. 20 Holz brauchen wir hier. So. Was ist hier los? Gott hatte wenigstens Lehm um es fehlt an Perlen, aber da haben wir doch eine Handelsroute eingerichtet, oder? Lass mal kurz schauen. Die fährt zur Produktion mit 80 Tonnen. Hier. Ja. Hier gibt's... Genau, die verkauft den Kram und holt... Ja. Also da sollten dann auch gleich wieder kommen. Ansonsten haben die doch alles, was sie brauchen, oder? Elektrizität fehlt hier hinten. Ja, das ist aber doch kein Thema. Da können wir ja dann da noch entsprechend was hinstellen. Das ist ja nicht das Ding. So. Jetzt sollten die doch hier auch glücklich sein. Jawohl. Und schon können sie aufsteigen, siehst du? Holz, es fehlt tatsächlich an Holz. Bereit. Libyen von nach Kalifornien. Okay. Zack, da kamen doch die ersten Perlen schon. Also hier produzieren wir schon richtig gut, ne? So, und jetzt können die auch weiterarbeiten. Ich bin gerade leichter, wenn jemand zusieht. Hier hinten ist was? Die Formel ist unvollständig. Es fehlt an Kohle.
Ja, das reguliert sich aber von alleine, würde ich sagen. Das reguliert sich von alleine. So, wie sieht denn hier der Ölbedarf aus? Beziehungsweise lasst uns mal ganz schnell gucken. Hier fehlt es tatsächlich an Gas. Aber hatten wir nicht eine Route, wo Gas mitgebracht werden sollte? Und zwar holt ihr Kohle in Colania. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Fliegt dann nach King William Island, gibt da 50 Tonnen Kohle ab, fliegt weiter, gibt die restliche Kohle in Kipisa ab. Und lädt dann hier jeweils 100 auf. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Dreck. Das schadet nicht. Hält man in Schwebezustand. Hier haben wir auch 1000 Kohle. Ja, aber funktioniert das denn nicht hier mit dem... Frachtschiff steht bereit. Das ist ein bisschen dubios, dass uns jetzt hier... Wir gucken gerade mal in die Arktis. Oh, und wieder ein Hänger. Mehr Druck im Kessel. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch genug Kohle. Da haben wir. So, dann lädst du das mal, weil das brauchen wir hier unten. Abdrehen beginnen. Wie sieht's denn hier aus in Upamaluk? Da haben wir auch genug Kohle. Das ist ja der Hammer. Es läuft ja alles. Ist hier. Uns gehen einige Bestandteile aus. Ja, ich weiß, die kommen jetzt gerade wieder. Wir ersticken schon darin. Dann kommt das hier hin. Wie sieht es denn hier aus mit unserer Kohleproduktion, mit unserer Gasproduktion? Der holt gar kein Gas ab, ne? Der Sack holt gar kein Gas ab, stehe ich gerade fest. Höhe stabil. Pass mal auf, können wir denn hier jetzt noch? Es fehlt an Dampfmaschinen. So, der fliegt Fleischkonserven hin und her. Kohle nach... Ne, pass mal auf ihn hier. Das können wir uns ja sparen. Wir kriegen ja jetzt aus der, von der Kohleinsel. Die Geschichte, da können wir ihn ja schon mal rausziehen. Wo fliegt der denn hin? Nirgends. Manövriere! Dann flieg hier mal noch wenigstens an Lake Evergreen und gib hier mal die restliche Kohle ab. Zack. So, und dann brauche ich dich und du fliegst jetzt mal in die alte Welt nach wo bauen wir? Doch, in Kalifornien. Und holst da mal Dampfmaschinen. So. Da können wir noch ein bisschen abladen. Das kommt hier rüber. So, und während wir jetzt hier drauf warten, dass die Expedition hier ins Land der Löwen passiert, könnten wir doch hier eigentlich ein bisschen weiterbauen. Wie sieht's denn hier aus? Ich bin froh über die Öfen, so hässlich sie auch sind. Ja. Die Öfen halten warm, ne? Ich würde schon fast sagen, dass dieses Schifflein hier... Steht bereit. Brauchen wir jetzt noch irgendwo... Ne, wir haben hier echt genug. So, dann kannst du jetzt die Kohle hier loswerden. Zumindest so viel, das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Aber pass mal auf, dann schieb du das mal dahin. Aber dann kannst du hier eine Frachtroute einrichten, nämlich von hier oben nach hier unten. Beziehungsweise könntest dann auch gleich... Lassen sie hochleben. Könnte es dann auch gleich, Die Menschen lassen sie hochleben. Das freut mich. Auch die Schlafsäcke verteilen entsprechend, ne? Die hier produziert werden. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr gut. Da sind wir. Erwarte neuen Kurs. So, pass mal auf. Du nimmst jetzt mit Dampfmaschinen. Auch 1000 Kohle. Guck dich das mal an, was wir Material haben hier. Müssen wir unbedingt auch mal verteilen.
So, und die nimmst du jetzt mit und fliegst in die Arktis bitte nach King William Island. Da haben wir nämlich unseren Luftschiffhangar. Dann kann hier nämlich die Ohren zu. Genau, die Dampfmaschinenfabrik weiter funktionieren. Oder weiter produzieren, vielmehr. Sehr schön, gibt's was Neues in der Expedition? Oh, tatsächlich. Geht nach Olispo oder nach Alsuk. Wählen Sie den nächsten Zwischenhafen auf Ihrer Reise nach Enbesa, dem Land der Löwen. Dahin oder dahin? Wir fliegen mal dahin. Wir kommen hier hin. Endstation Olispo. Die Lichter Olispos schimmern durch die Gicht, während die Seeleute eilig das Schiff vertauen. Musik und Heiterkeit ergießt sich durch die engen Straßen. Das Aroma von warmem Brot und pikantem, fangfrischem Fisch weht herüber. Mit der Spannung der aufgestauten Erwartungen strömen die Seeleute von Bord in die glänzende neue gelbe Straßenbahn. Ein glückliches Lachen breitet sich unter ihnen aus, als sie die laue Nacht hineinschaukeln, von fröhlichen Bewohnern begrüßt. Ein Gewehr aus weiteren Ärmeln wenden sich ihnen freundlich zu. Boa Notte, Freunde. Spricht man das Boa Notte aus? Oder heißt es Boa Notche? Ach, was weiß ich. Von woher hat die Flut sie angespült? Wir dienen ihrer Majestät. Das Empire, hä? Sie haben Glück, dass Sie heute einlaufen, denn normalerweise sind wir sehr nachtragend und zwischen unseren Völkern liegt reichlich Geschichte. Alles klar. Auf Ihre Gesundheit. Der Krieg ist eine Angelegenheit der Könige und wir wollen nicht mit Bauern im Spiel sein. Erst wenn Olypse für seine Verbrechen gerade steht, wird es Frieden geben. Nee, hier. Wir sind friedlich. Ein strahlendes Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. Ah ja, also. Auf ein Festmahl. Reise fortsetzen. Zum uralten Labyrinth. Also dann lass doch mal hier das noch. So,